und ein herzliches Willkommen zurück bei Mario Tennis Aces im Online-Modus, also Online-Turnier. Und ich bin gerade am Überlegen. Nee, bin ich nicht. Okay. Also, willkommen zurück. Wir sind in Runde 3 angekommen. Und ja, wir suchen mal den nächsten Gegner. Mal schauen, wer kommt. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr neu seid oder schon Abonnenten seid, wie auch immer. Falls ihr neu seid, dann bitte abonnieren. Und wir spielen gegen einen. Oh, das kann man so schlecht lesen immer. Deadly. Diddy Kong. Also mit Diddy Kong. Deadly. Okay. Den kennen wir noch nicht. Er hat bis jetzt nur gegen Diddy Kongs gekämpft. Also gematcht, wie auch immer. Gespielt. Bin ja sein erster anderer Gegner, so gesehen. Wow. Nein! Ist das schon wieder so einer? Meine Güte! Die kommen alle so nah. Was soll das? Toll, und ich hab kein Dings. Spiel, Satz und Sieg, Rückschläge. Das war ja mal Mist. Ich meine, Glückwunsch, Deadliner, du hast gut gespielt. Okay. Was soll ich dazu sagen? Wow, der hat schon viele Punkte. Der spielt wohl auch regelmäßig und lange. Gut, da kennt er sich natürlich ein bisschen mehr aus, aber das war echt heftig, wie er gespielt hat. Eigentlich, er hat einfach gespielt, aber trotzdem unerreichbar. Na gut, okay. Dann fangen wir halt neu an. Und wir nehmen jetzt, denke ich... Ja, den Teil nehme ich jetzt noch Bowser. Mal gucken. Falls ich am Ende dieses Teils auch wieder rausgeflogen bin, dann nehmen wir beim nächsten Mal jemand anderes mal zur Abwechslung wieder. Vielleicht brauche ich ja doch einen anderen Spieler, um besser zu werden. Der Ron mit Kettenhund oder Ron, wie auch immer der genannt werden will. Vor allem verstehe ich nicht, warum der Spieler, als der Charakter, sich nicht umdreht zum Zurücklaufen. Ist doch klar, dass er dann nicht so schnell wieder zurücklaufen kann. Voll daneben geschlagen. Scheiße. Also da hoffe ich wirklich für Nintendo, dass sie das wirklich ändern, dass man auch nach hinten laufen kann.
komm. Seitenwechsel. Dann läuft erst 3 Schritte und dann dreht er sich um. Ist viel zu spät. Na, da habe ich doch keine Chance mehr. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, irgendwie vergeht mir gerade die Spiellaune. Spiel, Satz und Sieg auf Schläger. Also wie gesagt, ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Also wenn man ständig irgendwie dazu gebracht wird, was heißt gebracht wird? Wie zum Beispiel über diesen Stoppball gerade. Ich stehe genau da, wo der aufschlägt. Meiner schlägt aber nicht, der lädt weiter auf. Komischerweise, ich weiß nicht wieso. Und ja, Punkt für ihn, super. Das ist schon mal blöd. Keine Ahnung, woran das liegt. Und dann halt eben diese Bälle nach hinten. Dass man einfach nicht nach hinten oder schräg nach hinten laufen kann schnell oder wie auch immer. Oder zumindest nicht springen kann. Ja, dieser Trickschlag, der ist ja dafür da, um unerreichbare Bälle vielleicht doch noch zu kriegen. Aber diagonal funktioniert das nicht und das stört mich, das nervt mich. Und es passiert mir momentan gerade ein bisschen zu oft. Und von daher bin ich gerade ein bisschen genervt. Kann man auch verstehen, oder? Wenn man ständig nur verliert, weil man die Bälle wirklich, egal wie gut man spielen kann, nicht bekommt. Also man hat keine Chance dazu. Ich weiß nicht, ob das so Absicht ist von Nintendo, keine Ahnung. Ich meine, für was gibt es sonst diesen Trickschlag? Dass man eben doch noch so unerreichbare Bälle bekommen kann. Aber bei denen funktioniert das wirklich überhaupt nicht. Das ist ein bisschen deprimierend, weil man nur verliert, nicht wegen Können oder weil man nicht so gut ist, sondern weil es einfach nicht funktionieren kann. Und das ist, das nervt mich irgendwie. Das ist wieder so eine ungerechte Spielweise. Und wir wissen es ja bei mir, also Ungerechtigkeit, das mag ich überhaupt nicht. Das war schon mal Pokémon Tekken DX immer so, wenn einer wirklich immer nur dasselbe macht und dadurch aber du zu nichts kommst. Und das finde ich dann echt langweilig. Also das mag ich überhaupt nicht. Genauso, wenn man hier jetzt, ich sage jetzt mal so eine Art Fehler ausnutzt im Spiel, dass man die Bälle einfach nicht kriegen kann und dadurch immer weiterkommt, der andere halt immer verliert. Finde ich langweilig. Das hat nichts mehr mit Können zu tun. Okay. Na gut, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt mir dann mal einen Kommentar dazu schreiben, also ja, es kennt jetzt meine Sichtweise. Wenn es euch trotzdem gefallen hat oder ihr zumindest meiner Meinung seid, dann könnt ihr einen Daumen nach oben geben und mir ein Abo dalassen, falls ihr es interessant findet bei mir. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil beziehungsweise bei einem anderen Let's Play. Und auf trotzdem wünsche ich euch immer noch viel Spaß bei mir und wir sehen uns. Das war Mario Tennis Aces auf der Nintendo Switch. Mit von Lyra Gameplays als Hobby, etwas angepisst, aber immer noch glücklich drauf. Und ja, auf Wiedersehen. Tschüss.